Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon. In diesem Part habe ich mir hohe Ziele gesteckt. Und zwar will ich... das Gießen machen wir später. Und zwar gucken wir uns erstmal hier um. Holen uns unser ganzes Zeugs, was wir so bekommen. An Rohstoffen, sag ich mal. Ja, und in diesem Part habe ich mir hohe Ziele gesteckt. Und zwar will ich... das... die erste Erweiterung für unsere Gießkanne holen. Sprich, da brauche ich 5000, damit ich mir einen kleinen Ort kaufen kann. Und ihr seht, die nächste Zeit wird es wirklich, die nächsten paar Tage wird es wirklich nur so sein, rumlaufen, Sachen holen und mehr nicht. Seetang nehmen wir noch mit. Und da haben wir wieder blaues Gras und Blumen und alles Mögliche. Wieso will ich mir die Erweiterung für die Gießkanne jetzt schon holen? Ja, mir ist aufgefallen, die Gießkanne frisst ordentlich Energie. Und ja, ich denke, wenn wir das 2 bis 3 Tage machen, dann ist die Gießkanne schon soweit. Haben wir zumindest schon mal 5000 G. Damit wir unser Dings, damit wir alles hier... wo deutsch ich bin, damit wir hier alles so gut, damit wir genug Geld haben, damit wir unsere Gießkanne aufladen können. Alter, ich nix deutsch und so. Oh, und unsere Gießkanne, unsere Pflanzen sind schon. Das habe ich mir nämlich gedacht. Ja, das habe ich mir gedacht, dass einige Pflanzen... Na, fail. Das ist blöd, dass man da nicht rüberjumpen kann. Wie mache ich das dann am besten? Na, egal. So, jetzt gucken wir mal. Wir wollen ja möglichst viel Ertrag haben. Das heißt, wir können das hier wegmachen. Das hier weg. Das hier weg. Jetzt gucke ich mal. Wenn wir... Da brauche ich höchstwahrscheinlich die Sichel für. Und hepp und hepp. So. Ich mache es so. Das ist eigentlich die beste Taktik. Und damit wir hier auch noch ordentlich haben, pflüge ich das hier wieder um, damit der Samen weggeht. Die anderen Samen muss ich mit meiner Sichel wegmachen. Okay, aber das reicht dann erstmal an Samen. Ups, da habe ich zweimal gegossen. Da müssen wir dann sowieso was essen. Das andere haue ich dann einfach kurz mit meiner Sichel weg. Da muss ich... da muss ich drei Pflanzen... wobei, ich denke, das lasse ich einfach. Falls es... falls es jetzt wirklich... Ich könnte ja... das nervt mich jetzt. Aber egal. Wir... die Maus war total im Bild. Wir mampfen das jetzt einfach mal. Tut mir leid, dass die Maus so im Bild war. Jetzt haben wir wieder Sättigung. Und das war's schon für diesen Tag. Wir gehen jetzt schon schlafen. So. Nams, nams, nams. Weggesnackt. Gucken wir mal, was wir an Geld eingenommen haben. Infos. Ja, wir haben 3000 Gold. Das passt doch wunderbärchen. Okay, jetzt gießen wir einfach mal schnurstracks weiter. Ja. Wenn wir Glück haben, können wir die anderen Rüben auch noch ernten. Aber nur falls wir Glück haben. Und dann passt das, denn dann kann ich viel mehr auf einmal gießen. Es nervt halt, dass wir Apps 2 Erweiterungen brauchen, damit wir 9er. Bei der Gießkanne brauchen wir 2 Erweiterungen, damit wir 9er Feld gießen können. Das stresst ein bisschen. Aber was soll's? Unsere Gießkanne ist leer. Also füllen wir sie einfach mal wieder auf. Das mit dem Labern, was ich so im ersten Part angekündigt habe, wird noch ein bisschen dauern. Aber ja.
Das kommt auch noch mit der Zeit. Denn momentan, oha, wir sind ordentlich ermüdet. Ups, schaffen wir die drei noch? Weil wir dann sowieso wieder zwei. Ups, das passt perfekt. Jetzt nehmen wir lieber das hier, falls wir irgendwie einen Fail reinhauen. Das wäre natürlich nicht so gut. Okay, wo ist unser Zeugs? Da haben wir nix. Oh, heute sieht's mau bis jetzt mau aus mit den. Ah, da ist eine Bambussprosse, die nehmen wir uns mit. Vorerst können mir die Leute eigentlich schön den. Ja, können sie mir den Buckel runterrutschen, damit ich mich mit ihnen anfreunde. Okay. Aber ich finde, die Zeit läuft ordentlich schnell vorüber. 5 Minuten aufgenommen, schon ein Tag vorbei. Passt doch so 3 Minuten pro Tag vorerst, bis wir dann unser erstes Tier haben, bis die erste Cutscene wiederkommt. Oder Kotzszene, je nachdem. Ich würde schon immer den Seetang mitnehmen. Oh, heute ist ein Mauertag. Heute gibt es nicht viel. Ups, ja. Heute gibt es nichts viel, aber wir essen dieses Qualität frische. Haben wir Schlechteres? Da gucke ich jetzt. Ja, ja, mampfen wir einfach beide weg. Ups, was ist jetzt los? Und der Emulator ist hängen geblieben. Oh yeah. Nein, ist er nicht. Das war einfach nur eine verlängerte Ladezeit. Naja, was soll's. Ist halt per Emulator gespielt. Da verzeihen wir sowas, würde ich mal behaupten. So, jetzt verkaufen wir den ganzen Plunder hier noch. Heute haben wir nicht viel bekommen. Nein. Dafür nehme ich doch die Maus, weil es einfach viel gechillter ist zum Zusammenstecken und etc. etc. Also, 7 Minuten sind schon vorbei. Wie dem auch sei. Gucken wir mal, ich will wissen, was wir haben. 3600. Ich denke, auf die 4. Nee, auf die 4000 werden wir nicht kommen. Nein, kommen wir nicht. Ich denke, so über das Ernten. Dacke, bist du wach? Ich muss kurz stören. Ah ja, höchstwahrscheinlich sind die Rüben jetzt fertig und die erklären uns, wie wir das ernten können. Wie sieht es aus? Ich komme, um dir die Ernte zu erklären. Nein, danke. Was soll das heißen? Du weißt es schon? Das ist großartig. Gut, dann will ich nicht länger stören. Bis dann. Das Ernten, wow. Ich gehe hin, drücke auf A, pack's rein und wirf's dann in die Versandkiste. Was ist daran bitte schon schwer zu machen? Und? Ja, die ersten Rüben sind fertig. Nice one. Und jetzt gucken wir. Infos. What the fuck? Wir haben 600 eingenommen. Nach diesem Tag können wir unsere Gießkanne schon das erste Mal aufwerten. Also das ist wirklich nice. Das heißt, ich werde heute, da wir das hier nicht mehr gießen müssen, die sind dann auch schon in 2 Tagen fertig. What the fuck? Ups, ich nehme das hier jetzt mal alles mit. Wir haben noch zwei. Ups, eins. Okay, das hier ist ein Feld. Aha. Ich werde dann später gießen, nachdem ich gemampft habe. Ich werde einfach nur aussehen. Aber das passt doch alles, würde ich mal behaupten. Und da, wo dann die Rüben fertig sind, pflanzen wir einfach weiter Kartoffeln an. Und Eps. Zack. Zack. Ja, wobei, ich werde, glaube ich, gießen, solange ich noch Kraft habe. Nein, das hier will ich haben. Einfach mal den rechten Teil werde ich schon mal anfangen zu gießen, ob wir. Und vielleicht die Mitte, aber ich denke, für den linken Teil haben wir nicht mehr genügend Ausdauer. Ja, sieht. Nee, schaffen wir nicht mehr. Eieieiei, vor allen Dingen, wenn ich Sachen zweimal gieße. Sieht sogar mau aus für den mittleren Teil. Wobei, die mittleren vier sollten wir doch noch packen können. Ja, aber den linken Teil schaffen wir nicht mehr. So. Zack. Ja, das war klar, dass
Ist jetzt auch nicht weiter schlimm. Wir verkaufen jetzt erstmal unsere Rüben. Alles Arang. Und ja, das Holz. Das braucht sowieso kein Mensch. Da tauchen wir auch noch in die Versandkiste. Oh yeah. Dann können wir uns nach diesem Part, das die Gießkanne das erste Mal. Nach diesem Tag. Habe ich Part oder Tag gesagt? Ich weiß, dass da verschlossen ist. Ich will doch nur da runtergehen. Können wir unsere Gießkanne aufwerten? Oh, meine Mom stresst mum. Moin, moin, und da sind wir wieder bei. Ja, da sind wir wieder zurück. Voll der Huster. Was wollten wir eigentlich machen? Ich hab's total verpeilt. Es ist 13 Uhr. Ich glaube, wir haben gerade unsere Pflanzen gegossen. Und, Alter, wie scheiße. Auf jeden Fall suchen wir jetzt erstmal weiter das Gelände hier ab. Hier gibt's nie was, so ein Crap. Was ist das? Nehmen wir einfach mal mit. So. Da haben wir noch etliches Unkraut, das auch einfach verkauft wird. Ah, da haben wir noch eine Blume. Und mehr gibt sowieso nicht. Das snacken wir jetzt erstmal. Weil wegen Hunger und so. Ja, und deshalb finde ich Emulatorspiele einfach perfekt, weil man einfach wirklich einfach aufhören und dann wieder da starten kann, wo man will, ohne dass die Wii einfach mal 5 Stunden läuft. Jetzt gucken wir noch was. Ob wir jetzt unsere Blumen fertig gießen können. Unsere Rüben, und ich sehe gerade, ich habe wieder mal gefailt. Ich kann wieder 2 Felder nicht gießen, aber naja, was soll's. Ich brauche echt eine bessere Gießkanne. Dann kann ich das alles schön gießen. Und da brauche ich nie mehr so viel Ausdauer. Aber ich denke, wir haben ordentlich verkauft heute. Ups, schaffen wir das noch ohne, bevor wir eingehen? Ja, das packen wir noch. Gerade so. Und, ups, jetzt wird's knapp. Aber wir verkaufen das jetzt einfach, dass man sich, wie gesagt, mit der Maus. Ich glaube, die Bambus, das heben wir uns auf. Und das mampfen wir noch. Tabs und weggemampft. So. Jetzt ist es viel besser. Viel besser, besser, besser. Möchtest du schlafen gehen? Ja, das reicht für diesen Tag. Jetzt gucken wir mal, ob wieder Besuch kommt. Nein, es kommt kein Besuch. Und es ist bewölkt. Jetzt gucken wir mal, was wir an Einnahmen gemacht haben. Infos. Ja, 6000, das reicht optimal für die Erweiterung der Gießkanne. Das heißt, bevor wir irgendetwas machen, wir gießen nicht. Wir lassen uns unser. Sag bloß, Charlie ist nicht da. Na, fail. Naja, dann gucken wir uns erstmal hier ein bisschen um. Nehmen noch die Kräuter mit, etc. Und ja. Da haben wir wieder Bambus. Heute ist Freitag. Ich hoffe, der hat heute nicht frei. Freitag frei. Wortwitz und so. Na, nicht witzig. Denke, frei hat der. Was machst du da unten? Du sollst heimgehen. Das finde ich äußerst unsozial von dir. Moin. Du bist aber heute wieder gesprächig. Darkin, guten Morgen. Sich würde nicht verpauschen. Nein. Was? Du schon wieder? Du kommst doch nur, weil ich selbst bin. Im Frühling blühen die Blumen. Das ist wunderschön. Am liebsten mag ich rosa, alter Schwul. Ernsthaft? Alter Crap. Krankes Spiel, krankes Spiel. Aber was soll's? Ups, blaues
Kraut mitnehmen. Nicht Unkraut, nicht Stein. Nicht Holz. Oh, ich kenne nicht mal den Unterschied zwischen Holz und Stein. Boah, ich bin so fail. Ich bin so fail. Jetzt gucken wir mal. Und ja, der hat heute frei. Freitags geschlossen. Super. Das finde ich nicht sozial von euch. Ah, ich könnte es einfach auch antippen. Ich glaube, das werde ich auch jetzt machen immer. Und Taps. Und zack. 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 Kann auch sein, wenn ihr es wollt, da ich den Part sowieso hochlade und erst dann wieder aufnehme, ob ich das Gießen vielleicht einfach rausschneiden soll. Beziehungsweise einfach die Aufnahme während des Gießens pausieren soll. Fail-Gieße. Ein Fail-Gieße. So. Okay, wir können morgen unsere Gießkanne erweitern. Da bin ich aber noch lieber vorsichtig. Da wir hier jetzt... Aber das Gießen wird um einiges erleichtert. Hoffe ich doch mal. Naja, wir können... Das hier sollen wir eigentlich morgen schon alles gießen können. Ernten. Beziehungsweise fast alles. So. Jetzt nehmen wir das hier, das hier, das hier. Das hier. Das legen wir zusammen. So. Maus wieder raus aus dem Bild und pennen gehen. Mehr können wir nicht machen. Wir hätten was essen können. Naja, egal. Wir kaufen uns mal irgendwas. Nom, 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 nom. So. Gucken wir mal. Was war das? Eine Schmetterling-Libelle. Oh yeah. Ernten, ernten, ernten. Viel, viel Geld, viel, viel Geld für mich. Ernten, 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 wir gießen das hier aber trotzdem noch. Und wieso weit wir vielleicht die Gießkanne dann nicht zurückbekommen? Ah ja. Und dann, wir haben ja noch zwei Samen. Also zweimal Samen. Das werden wir noch aussehen und auch noch gießen. Ja, das lassen wir jetzt einfach mal. Wir werden jetzt einfach mal gucken... Und die Gießkanne aufbessern. So. Und zwar, bevor wir die Gießkanne aufbessern, werde ich ein Safe State setzen. Und zwar das nur, weil ich will zum Verbessern von Werkzeugen. Und zwar an... Hier werde ich ein Safe State setzen. Das hat einen ganz besonderen Grund. Ich hoffe, der Safe State wurde gesetzt. Das ist eigentlich Safe State ist Shift F1. Ja, Safe to Slot 1. Und zwar, wir kaufen uns das hier Rucksack. Und zwar, sollte der blaue oder sollte es zu viel kosten? Beziehungsweise der blaue ist, dass er. Und mehr Kleidung. Was? Was willst du mich verarschen? Du verarschst mich doch. Verzierung an... Hä? Verwirrt. Werkzeug bearbeiten. Kann ich die... Nein.
Die haben alle keinen freien Slot. Info, muss ich da zuerst arbeiten mit? Bilanz. Lieferung interessiert mich auch nicht. Einwohner, scheiß auf die Einwohner. Verwirrt. Feste. Da haben wir sowieso nichts. Oh, es gibt 45 Erntewichte wieder zu bekommen. Nein, nicht Tagebuch. Rucksack. Erstmal. Ja, da steht 0 von 0. Jetzt gucken wir mal. Und zwar gucken wir zu Grant. Und das hat nur einen Sinn. Ah, bevor wir das machen, laden wir wieder unseren Save State. Deswegen Save State FTW. Wir laden jetzt erstmal, das heißt, ich muss da immer eins freilassen. Ja, lasse ich eins frei. Gucken wir mal zu Grant, ob wir hier die Gießkanne irgendwie... Höchstwahrscheinlich muss ich die Gießkanne mit Gold oder Silber aufwerten. Kaufen. Ja, der hat... Aha. Aha. Die Gießkanne kostet 1000. Das probieren wir jetzt mal. In den Rucksack. Wir kaufen das hier in den, wir machen das hier in den Rucksack. Kaufen uns nochmal den Kleinod. Und versuchen dann den zu verbessern. Weil die Gießkanne sollte jetzt plus 0 von 1 haben, sprich ein Platz. Jetzt bist du weg. Oh, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich werde jetzt... Ich warte mal bis 12 Uhr. Ich warte mal bis 12 Uhr. So. Nein, er ist immer noch weg. Ich mache hier mal Pause und guck das hier. So, wir sind wieder hier bei dem blauen Kleinod. Und zwar kaufen wir jetzt den blauen Kleinod. Ich habe wieder den ersten Safe State genommen, den wir gemacht haben. Und er verlässt ab 11 Uhr das Haus. Trotzdem werden wir uns jetzt noch die zweite Gießkanne kaufen, wie ich es halt vorher schon gemacht habe. Ich habe es jetzt ausgetestet. Es funktioniert so, wie ich gedacht habe. Wieso ich es ausgetestet habe, ja, wäre es nicht und dann hätte ich wieder geladen und das wollte ich euch einfach nicht antun. Kaufen. Und zwar kaufen wir uns hier die Gießkanne in den Rucksack. Hat ja eigentlich mehr... Ne, wir haben jetzt die Gießkanne gekauft. Naja, es ist egal. Mir geht es hauptsächlich bei der Gießkanne darum, dass wir ein... Er ist sowieso jetzt nicht da, dass wir ein 2x... ein 3x1-Feld gießen können. Das ist mir hauptsächlich wichtig. Und jetzt fahren wir das hier einfach noch alles ab. Und das können wir mit dem blauen Kleinod. Den haben wir optimal gekauft. Bei Hammer-Axt würde ich sogar empfehlen, nur Ausdauer-Kleinods einzusetzen. Sprich, welche die zum Beispiel, ich denke, jeder Kleinod hat seine speziellen Fähigkeiten. Sprich, roter würde, what the fuck, ich will nicht zu dir, geh weg. Es gibt ja rot, gelb und blau. Blau ist das für die Steigerung, sprich, einmal drei Feld, etc., etc. Den hier lassen wir. Den hier mampfen wir später. Denn ich will noch ein bisschen arbeiten. Genauso wie das rote Kraut. Das werden wir auch noch mampfen. Und jetzt gucke ich mal. Haben wir Samen? Haben wir nicht. Du kommst jetzt erstmal hier hin. Okay, dich mampfen. Das passt alles. Das heißt, ich hole mir jetzt noch fürs restliche Geld.
Oh, er ist wieder da. Das passt optimal. Jetzt können wir sogar noch unser Kleinod. Unsere Gießkanne. Ja, will ich. So, wir haben Reichweite 3×1. Und bei dir verkaufen wir etwas. Und zwar verkaufen wir hier unsere Gießkanne. Die bekommst du für 600. Die bekommen wir für 600 los. Und wir ziehen unsere neue Gießkanne hier rein. Und die Maus war wieder im Bild. Bäh, dumme Maus. Und wir kaufen wieder Samen zum Aussehen. Und zwar kaufen wir uns 4× Rübe. Und 3× Kartoffel. Das sollte jetzt eigentlich reichen an Samen. Die werden wir heute aussehen. Mhm. Da dürfen wir heute wieder ordentlich ackern. Wir haben ja noch was zum Mampfen. So. Erstmal die neue Gießkanne einweihen. Ah, das kann mir jetzt erstmal gestohlen bleiben. Und zwar machen wir das hier hin, das hier hin, das mampfen wir. Das mampfen wir auch. Und Energiesättigung ist wieder relativ gut oben. Jetzt sehen wir erstmal unsere Rüben aus. Rüben haben wir 4 ordentlich Platz noch. Die sehen wir aber erst morgen aus. Und ich denke, wir können auch erst morgen die Kartoffeln aussehen. 1. Oh ja. 2. Und 3. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So und so und so und so. War das jetzt? Ja, das passt. Und so und so. Wir werden die Samen, die frischen Keimlinge momentan nicht gießen. Ja. Oh, Einschlag geht sogar noch. Und den Rest machen wir morgen an Feldarbeit. Beziehungsweise, ja, morgen. Und wir gehen schlafen. Wir haben alles verkauft. Sollten wieder einen ordentlichen Gewinn haben. Den gucke ich mir mal an. Ja, über 2000 eingenommen. Wir haben ja knapp 2000 und jetzt haben wir 4000. Auf zur Wichtelinsel. Puh. Eine kleine Cutscene. Die habe ich natürlich weggedrückt. Ist das unangenehm. Hilfe. Schnell, mach Platz. Mach Sitz, ein ganz briefer Hund, ein ganz braver Hund. Puh, ich wollte dich nur erschrecken. Das war knapp. Ich wollte dich nicht erschrecken. Das mache ich nie wieder. Es ist nichts. Ich habe mit mir selbst gesprochen. Was viel wichtiger ist, bist du da, Kin? Sehr erfreut, ich bin der Wichtel Kura. Ich lebe auf der Wichtelinsel. Auf gute Bekanntschaft. Ja. Was machst du hier? Warum ich deinen Namen kenne? Das ist leicht. Wir sind doch Nachbarn deshalb. Da staunst du, oder? Bisher haben wir die Wichtelinsel vor Menschenaugen versteckt, aber du interessierst mich, deshalb lade ich dich auf unsere Insel ein. Ich habe links oben auf dem Bauernhofinsel eine Brücke zur Wichtelinsel gebaut. Komm uns besuchen, wir freuen uns darauf. Also, weggeklickt. Höchstwahrscheinlich meint er nur, also dann komm uns besuchen. So. Bevor wir irgendetwas machen, kommt unsere schöne Hacke im Einsatz und wir machen das hier weg. So. Ja, und wir müssen halt nochmal ein bisschen flügen. Nein, ich habe nicht gefailt. So, und heps. Ich brauche Kartoffeln. Ich sehe Kartoffeln aus. Und zwar genau 3× eine Tüte voll. Und die Gießkanne. Zack, geht viel angenehmer. Mit gleichem Energieverbrauch gleich mal 2 Felder auf einmal gießen. Jetzt können wir alles gießen.
viel besser. Und wir haben ordentlich aus Energie. Ich meine, wir hätten noch mehr, hätten wir das nicht umgegraben. Das war jetzt ein Fail. Und heps. Ich meine, wir haben... Ja, das... Wir haben mehr als genug Ausdauer. Tap. Oh, da hatten wir nicht mehr genug Wasser. Kann ich das ab... Oh, ich kann es abbrechen. Das ist wunderbar. Ich kann es mit R abbrechen. Unsere Ausdauer reicht jetzt genau für das Feld. Das ist doch wunderbar. Und das könnten wir eigentlich morgen ernten. Und dann können wir die restlichen beiden Felder anlegen. Und dann habe ich sehr viel, sehr viel, sehr viel, sehr viel Grünzeugs. Und ich laufe mal mit dir. Oh, Dark, morgen wird das Wetter toll. Das habe ich im Gefühl. Ja, er ist unser Wetterberichtersatz. Er sagt uns einfach, wie das Wetter wird, etc., etc. Und das nächste Ziel. Wir sparen auf einen Hühnerstall. Und merke, eine Rübe muss bleiben. Wir müssen uns eine Rübe aufheben. Aber ich denke, das wird kein Problem sein. Ich muss dann einfach gucken, wie lange die nächsten Rüben brauchen, um zu wachsen. Und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Hoffe ich doch mal. Denn wenn es ein Problem wird, ist es nicht besonders gut. Ah, Stein. Ach, wir verkaufen einfach die Steine. Mhm. Nein. So, auf Start. Nee, den Stein und das Unkraut lassen wir jetzt erstmal verschwinden. Hep. Und hep. Wir legen das hier jetzt hier hin, legen das jetzt zusammen. Ups. So. Ja, ich mach die Maus jetzt. Nee. Nee. Blöde Maus. Und da habe ich nur noch 8 Minuten, um aufzunehmen. Dann ist es ein 40-Minuten-Part. Und im Nicht-Takt summen ist doch was Tolles. Ah ja, gehen wir mal die Wichtelinsel abglupschen. Mit grünen Steinen. Das Treffen der Wichtel. 2, 4, 6, 7. Darkin, gut, dass du kommst. Ich muss dir etwas sagen. Wir haben gerade über dich geredet. Nimm doch an der Besprechung teil. Okay. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Das Darkin, wir sind Nachbarn. Darkin, darf ich dir meine Mitbewohner vorstellen? Von links, Zinnober. Aus Pokémon die Zinnoberinsel. Primmelchen. Matcha. L. Safran. Safran ist doch ein Gewürz. Und schließlich Vistia. Wir haben uns gerade das Heimwichteln ausgedacht, um dir zu helfen. Heimwichteln. Wir sind Nachbarn. Die Arbeit auf dem Hof scheint hart zu sein. Wir helfen dir ein bisschen. Oh, das ist cool. Dauernd nur helfen ist für uns auch langweilig. Ha! Also, wir heimwichteln an verschiedenen Orten. Und dort helfen wir bei allem, was zu tun ist. Eine gute Idee, finde ich. Ich hab's noch nicht gepeilt. Darkin freut sich auch. Damit ist das Heimwichteln beschlossene Sache. Wenn du Heimwichteln in Auftrag geben willst, sprich mich an. Das Heimwichteln beginnt dann am nächsten Tag. Ihr alle, seid ihr einverstanden? Oh yeah. Na, zwei wieder nicht. Beim Heimwichteln muss man ja auch arbeiten. Das ist sicher anstrengend. Nach dem Heimwichteln wäre ein bisschen Ruhe gut. Safran hat recht. Ich will mich danach ausruhen. Alles klar, nach dem Heimwichteln gibt es eine Weile Urlaub. In dieser Zeit müsst ihr nicht heimwichteln und könnt euch zu Hause ausruhen. Ja, jetzt sind sie happy.
Seid ihr anderen auch damit einverstanden? Oh yeah. Ihr anderen, die zwei auch. Bist du auch einverstanden? Nein, bin ich nicht. Ihr seid meine Sklaven. Ihr müsst arbeiten. Wir kommen dir beim Helfen nicht in die Quere, also mach dir keine Sorgen. Und wenn du mehr Wichtel findest, wird auch die Wirkung der Hilfe größer. Wir Wichtel mögen liebe, freundliche Menschen. Deshalb kommen mehr Wichtel, wenn du uns Geschenke machst und uns öfter ansprichst. Wenn du mehr über das Heimwichteln oder die Hilfe wissen willst, sprich mich an. Wir strengen uns für dich beim Heimwichteln an. Nicht wahr, meine Freunde? Oh yeah! Sklaven! Kleine Zwerge, aka Sklaven. Was steht auf dem Schild? Haus der Wichtel, hier lebt die Erntewichtel. Hier leben die Erntewichtel. What the fuck? Wichtelsamfeld fällt auf der Wichtelinsel. Kann ich das umgraben? Ja, das kann ich umgraben. Wasserstelle, hier kannst du Wasser füllen. Hier leben die Erntewichtel. Naja, egal, sie leben auf einem Blatt. Ist doch crank, oder? So. Okay. Wir gehen jetzt schlafen. Ah, wann kommt das erste Fest? Das sollte auch demnächst mal passen. Das sollte auch demnächst mal sein. Gucken wir mal auf den Kalender. Ja, am 14. ist das Frühlingsfest. Gucken wir mal, und die Rüben sind... Ja, die Rüben kann ich ernten. Und wir machen so und so. Und so und so. Und so. Und können anfangen, heute zu gießen. Und hepp. So. Ja, füllen wir lieber nochmal die Gießkanne. Oh yeah, da sind wieder... Nein, abbrechen. Da sind wieder unsere Rüben fertig. Das ist doch schön. Das ist doch wunderbar. Das heißt, ich kann mir wieder zweimal Rüben kaufen. Oh yeah. Ja, ihr seht's. Ich nehme... ja. Aber das mit dem... Gießen... wird auch knapp alles. Wenn wir die restlichen Felder noch gießen müssen. Das wäre noch... 1, 2, 3, 4, 5 mal gießen. Oh, 2 mal Gießkanne füllen. Das können wir nicht alles auf einmal packen. Da brauchen wir des Öfteren was zu essen. In Form von Rüben. Emulator, nicht hängen, bleiben. Dum, dum, dum. Dum 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 dum. Bis gleich, wollte ich sagen, aber da läuft er schon wieder. Ja, das, die Rüben dienen hauptsächlich zur Sättigung und das Kraut dient vorläufig dazu, um an Kraft zu gewinnen, an Energie zu gewinnen. Ja, da muss ich halt noch ein Kleinod einsetzen, welches mir Ausdauer gibt, oder nochmal einen blauen, damit ich noch mehr Felder gießen kann, sage ich mal. Da werden wir uns jetzt noch gleich mal erkundigen, wer denn schon eine neue Gießkanne hat, welche uns das kaufen. Gucken wir mal, hast du schon eine Gießkanne, eine neue? Ja, diesmal mit 2, sie kostet ganze 2G. Das heißt, wir bräuchten... 8, wir bräuchten 10G. 10K, 10.000 Gold. Für eine niegelnagelneue Gießkanne.
Hauptsächlich ist wirklich die Gießkanne wichtig, da wir viel Arbeit auf dem... wir haben 5000, ja, stimmt. Aber da sehe ich, da neigt sich der Bart schon dem Ende zu. Warte, ich habe ja... Oh, das... Ja, das wird jetzt ein 40-Minuten-Part. Ich fail, habe vergessen, Zeit zu stoppen und so. Und habe jetzt 30 Minuten auf dem Tacho, sag ich mal. Und ja, ist halb, sind halt 40 Minuten, egal. Ich habe sowieso geschrieben, es werden 20 bis 40 Minuten, 30 bis 40 Minuten sein. Wir gehen jetzt erstmal schlafen. Merkwürdige Stimmen. Furchtbar, furchtbar! Und los. Da kann ein Notfall. Komm schnell auf die Festinsel. Chef, Linux-Schuld. Ich habe heute Morgen eine merkwürdige Stimme gehört. Die anderen scheinbar auch. Das ist doch merkwürdig, oder? Das ist doch merkwürdig, ob das ein Vorzeichen ist? Ich lebe schon sehr lange hier, aber diese Stimme höre ich das erste Mal. Wirklich? Aber eine Insel kann doch nicht sprechen. Laut einer alten Sage ist diese Insel lebendig. Das soll es geben, aber wovon redest du denn? Das ist ja merkwürdig, wessen Stimme ist das? Haben wir sonst noch jemanden zum Labern? Nein, ja. Wären es halt 45 Minuten, hey! Vom Schreiner tönt deine Stimme. Hört sich an, als ob jemand singt. Es ist so dunkel hier, ich will an die Oberfläche. Ein Erntewichtel. Darkin, guten Tag, ich bin der Wichtel Agathe. Ich wohne auf der Festinsel. Du hast sicher gerade eine Stimme gehört. Das sind Stimmen der versunkenen Inseln. Ich erzähle dir was über die Sonnenblumeninsel. Es gab hier einst eine schreckliche Naturkatastrophe. Tagelang viel Regen und schließlich sind einige der Inseln versunken. Der Schrein hinter dir wurde zum Schutz vor einer weiteren Katastrophe errichtet. Aber die versunkenen Inseln sind noch am Leben. Wenn man ihnen Kraft gibt, können sie wieder an die Oberfläche auftauchen. Die Inseln sehen sich danach, deshalb bitte ich dich, den Inseln zu helfen. Yay, Story! Um ihnen Kraft zu geben, musst du Sandsteine sammeln. Sandsteine tragen die Kraft der Sonne in sich. Ich möchte, dass du diese Steine sammelst und zu mir bringst. Ich würde das ja selbst machen, aber ich bin zu klein. Ich helfe dir aber dabei. Was ist los? Mit wem redest du denn? Nur du kannst mich sehen, Darkin. Dum-dum, ich erzähl's dir mit Nicken. Was wirklich? Doch nicht etwas so ein Stein, oder? Ich wusste es, dass ihr den ersten habt. Ja, genau, das ist ein Sonnenstein. What the fuck? Den habe ich vor kurzem gefunden. Wenn du ihn brauchst, dann nimm ihn bitte an dich. Natürlich helfe ich dir weiter. Wo ich kann, Darkin. Lass uns diese Sonnensteine gemeinsam suchen. Ich werde viele Sonnensteine sammeln und die Insel wieder auftauchen lassen. Das gucken wir uns noch an. Wir haben einen Sonnenstein. Das Geld, welches wir haben, interessiert uns jetzt erstmal nicht. Oh, 8000, das interessiert uns doch. Das habe ich vorher schon gemacht. Und das sind nochmal zwei Rüben. Die werde ich aber verkaufen. Ja, wir brauchen wieder eine bessere Gießkanne. Oh no. Außer, ich grenze das einfach ab. Sprich, hier ist nichts bis jetzt. Dann habe ich 4 Felder Rüben und 3 Felder Kartoffeln. Das würde, denke ich, von der Energie ausgehen. Ja, das würde gut ausgehen. Ups. Vor allen Dingen, wenn so ein Fail passiert und ich nochmal gießen muss. Ja, das würde passen, denke ich doch mal. Wobei, jetzt gucken wir einfach mal, wenn ich hier noch weiter gieße.
Ah, das würde doch locker reichen. Ich weiß gar nicht, wieso ich letztens so viel Energie verbraucht habe. So. Kaufen wir uns noch zweimal Rüben. Komm, dreimal Kartoffeln und sechsmal Rüben anbauen. Das passt doch, das passt doch. Wir kaufen Samen. Ja, dann wird's halt noch ein bisschen länger. In die Hand, bitte. Vielen Dank. Bis bald. Okay, jetzt... den einen Tag machen wir noch. Und dann, bevor ich penne, gehe, speichere ich. Sonst passiert wieder irgendein Unglück und ich kann wieder nicht aufhören zu spielen. So, einmal... zweimal. Und das war's. Dann war das wirklich wegen dem Haken noch. Dass das Haken so viel Energie in Anspruch genommen hat. So. Wir nehmen das jetzt noch alles schön brav mit. Verkaufen heute wahrscheinlich nichts. Da wir alles mampfen werden. Außer die Bambussprossen. Aber den Rest werden wir einfach... Und die Blumen. Aber den Rest werden wir einfach mal genüsslich essen. Ja, verkaufen wir halt eine Blume und eine... Und den Seetang. Wir verkaufen heute drei Sachen. Und gehen sofort auf zur... Rettung der Inseln. Wir haben ja... keine neue Insel bis jetzt. Ja, das... passt dann alles soweit. Jetzt erstmal hier verkaufen. Und zwar dich, dich und dich. Und das hier stacken wir. Und das hier stacken wir. Und komm, dich verkaufen auch noch. Und das hier mampfen wir jetzt. Nams. Nams. Oh yeah. Das hat der Sättigung gut getan. Festinsel. Wir haben ja den Sandstein und ich weiß nicht, ob der Wichtel da schon irgendwas gemacht hat damit. Höchstwahrscheinlich nicht. Darken, du bist es. Wie kann ich dir helfen? Sandstein überreichen. Welche Insel müsstest du auftauchen lassen? Kleine Insel. Göttinnen. Die Insel. Du hast noch nicht genug Sandstein. Ah, das heißt... ich muss... oha. Wenn das so ist, muss ich... 15. 35. 45 Sonnensteine sammeln. What the fuck? Also gibt's 45 Sonnensteine. Was möchtest du tun? Ansprechen. Wenn du die Inseln aufmerksam untersuchst, findest du vielleicht welche. Das Feld auf der Wichtelinsel macht mich neugierig. Was möchtest du wissen? Das heißt, auf der Wichtelinsel im Feld, wenn wir das umgraben... finden wir einen. Das ist gut, dass wir heute so gut gegessen haben, denn das machen wir noch. Grüne Insel. Ja, ihr dürft halt heute einfach mal ein bisschen länger gucken. Boah, ich muss mir ins Ohr kratzen, tut mir leid. Tut mir leid für die Störung. Ich will zu dir nicht. Narf. Ich will nicht zu dir. Du bist böse. Du gibst mir nichts zu essen. Heul, schnief. Okay, dann war ich doch richtig, dann habe ich doch richtig mitgedacht, dass wir das nicht umackern, sondern erst später. So, und zwar jetzt ackern wir es einfach mal um. Und hepp, zack. Da muss doch irgendwo einer sein. Da war keiner. Naja, egal. Dann würde ich sagen, war das eine äußerst produktive Aufnahme. Wie gesagt, ich werde jetzt speichern. Die Maus ist eben durchs Bild geflutscht. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich sage ciao, ciao und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Harvest Moon, die Sunshine Insel. Bis dahin, ciao, ciao.